Privet, Wodka, Wodka, Jelvin, Putin, Stalin, Hitler. Wobei, Hitler gehört ja eigentlich nicht zu den russischen Führern, oder? Na, wissen kann man es eigentlich nie. Und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Part von Anno 1701. Ich befinde mich immer noch im Szenario 2, in der Session 2. Und ich denke, wir beginnen jetzt einfach, ignoriert die anderen Quicksaves und so, mit meinem Let's Play, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Vielleicht kriegen wir wieder ein äußerst schöner Ladebildschirm. Aber nicht der schöne Ladebildschirm. Ich vermisse ihn. Immer bei Ehrengäste kommt so ein Bing. Ehrengäste sind Bing. Die Königin ist Bing. Ach ja, kein Yalo, na Wallo. Der stört uns ausnahmsweise jetzt mal nicht, vermute ich. Hoffe ich. Ich baue jetzt auf alle Fälle hier noch ein Markthaus an, damit wir mit einer Stoffproduktion mehr Stoffe kriegen. Stoffproduktion, mehr Stoffe. Wow, ist ja schlecht. Und hier haben wir wieder unseren Geysir, der spitzt Wasser. Ja, er spitzt Wasser in die Luft. Ich hasse diesen Kriegsnebel oder was das sein soll. Man nennt ihn eigentlich Fog of War. In so Jargons wie StarCraft 2. Gut gemacht. Die ersten Stoffe trudeln ein. Nun sollten unsere Leute auch vor unfreundlichem Wetter geschützt sein. Guter Junge. Guter Junge. Er hat was von einem Hund. Wenn wir schon dabei sind, Hund. Wir bauen jetzt Schafe. Dann haben wir nämlich einen Schäferhund. Okay. Ich sollte definitiv solche Witze hinterlassen. Das passt jetzt echt nicht rein. Wegen einem. Egal. Entschuldigt mich bitte. Ihr bleibt bitte unglücklich. Danke. Ja, genau. Ihr seht ja, hier kann man die Leute unglücklich machen, glücklich machen, unglücklich machen, glücklich machen, dass sie die Steuer haben. Wie in der Bundesrepublik Deutschland ist es so, sind die Steuern zu niedrig, sind die Leute böse. Gerade bloß hier haben die Leute das Glück, dass sie ausziehen können, wenn sie nicht mehr wollen. In Deutschland haben wir diesen Luxus leider nicht. Jeder muss bei Steuern zahlen. Ob man will oder nicht. Naja, ich baue jetzt mal die Hütte da, damit wir wieder 91 haben, damit wir unsere 96 bekommen, damit wir unsere Kapelle bauen können, damit der Vulkan normalerweise wieder zu brudeln beginnt, damit wieder alles den Bach runtergeht. Und was ist das? Da ist der Bär. Wo ist seine Höhle? Vielleicht ist da noch mehr Werkzeug drin von den Piraten. Jetzt ehrlich, mich wundert es immer noch. Piraten. Werkzeug in einer Bärenhöhle auf einer Vulkaninsel. Ja. 92. Wir brauchen mehr. Ja. Das sollte jetzt vielleicht wesentlich schneller gehen. Jetzt hört mal auf, mich die ganze Zeit zu beleidigen. Jetzt zahlt ihr. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Das hört sich gut an. Jetzt haben wir weitere Gebäude zur Verfügung. Ich bin erleichtert. Durch das Gebet in der Kapelle sind wir voll Zuversicht, heil an Leib und Seele diesem verfluchten Ort zu entkommen. Kapelle bringt euch die Zuversicht, dass wir einen Vulkan abhauen können. Wahrscheinlich ist noch die Hälfte von euch Muslim oder so. Nichts gegen Muslime, ich mag Muslime. Tue ich. Tue ich wirklich? Ja, wir warten jetzt nur noch ab, dass sie aufsteigen. Denn dann kommen wir daher und wir hier schon
schön seht, stehen hier ein paar Kisten und Fässer. Und sobald wir hier bei der Lehmgrube, so heißt das Ding hier, Lehm verkommen, sobald wir hier ein Lehmding gebaut haben, damit wir Lehm abbauen können, ich weiß jetzt den Namen nicht genau, kommen wir an die Fässer und so. Und das ist nun wirklich kein Werkzeug und die können wir brauchen. Ich könnte es eigentlich brauchen, dass mal einer von denen aufsteigt. Ich habe ja gespielt, beziehungsweise Pfeile hüpfen und so. So, genau. Bung, bung, wenn man vom Teufel spricht. Bung, 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 bung. Das Leben hier. Ja, der Ziedler. Die Stadt beherbergt nun Siedler. Genau. Jetzt kann man nämlich hier. So ein Glück. Am Strand wurde einer unserer Schiffskisten mit etwas Werkzeug angespült. Stimmt doch gar nicht. Sind alle vier noch hier? Gute Güte, der Vulkan rumort erneut. Der Teufel will sich diese Insel holen. Nichts wie weg von hier. Sehr gut. Welch ein Glück, dass die Lehmgrube steht. Bald steht dem Werftbau nichts mehr im Wege. Wir haben in der verlassenen Lehmgrube Werkzeug gefunden. Das muss wohl jemand dort zurückgelassen haben. Hier für den Scheiß. Der geht ja. Endlich, die Ziegelei steht. Bald ja, gut. Ein bisschen voran, bitte. Ich brauche 130 Siedler. Einiges für euch. Und dann sollte ich vielleicht schon langsam mal anfangen, Stoffe zu speichern. Ja, Stoffe zu speichern. Weil ein Schiff ohne Segel ist bekanntlich kein Schiff. Was ist denn los? Jetzt eigentlich eh nur, bis der Vulkanausbruch uns alle tötet. Das ist ja eher alles gescriptet. Ja, ihr merkt vielleicht, ich bin immer noch ein bisschen krank, deswegen ein bisschen ungeheitert und Dings da immer noch BK im Angebot, Deutsch Maxi, Maxi Deutsch von Launenscheid. Falls Interesse besteht, könnt ihr gerne kaufen. Wie viel kostet der? 15,99? Ich denke sowas. Und die Straße reiße ich jetzt ab. Das ist so traurig. Gott sei es gedankt. Der Vulkan scheint sich wieder zu beruhigen. Er bewegt sich wieder. Doch ich fürchte, die Ruhe wird nicht von Dauer sein. Das war mir klar. Ich brauche dringend Geld. Sperren wir, aufbauen. Aufbauen. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Da mache ich 10 Leben dafür. Interessant. Nee, kostet ja nichts auf dieser Welt. Man produziert übrigens bei Lehm immer 3 Lehm auf einmal. Der Wagen geht 3-mal rauf und runter. Ich habe extra nachgezählt. Ja, mir war langweilig. Ich check mal die Küste. Ich bin auf der Suche. Bärenhöhle? Fragezeichen. Ich suche immer noch die Bärenhöhle. Ich habe sie bis heute noch nicht gefunden, deswegen wundert mich. Das hat zum Teil schon wieder so ein Dinosaurier-Skelett. Sie haben versucht, sich zu erreichen. Ihre Liebe war stark. Ihr Wille auch. Doch es war einfach zu viel Land zwischen ihnen. Sie haben hier ganz schön was. Still a better love story than Twilight. Also wenn die nicht schnell wieder weitermachen, ist die Folge gleich wieder vorbei. Tut mir leid, Jungs. Wir machen dann natürlich nächste Folge gleich wieder weiter. Ich denke wirklich allen Ernstes, tut mir leid, Leute. Ich speichere hier ab. So kurz vorm Ziel. Ja, danke fürs wieder mal Einschalten. Liked uns, subscribed uns, abonniert uns, was dasselbe ist wie subscriben. Nur das eine ist Englisch, das andere ist Deutsch. Kauft euch immer noch den Duden Deutsch, Maxi Maxi Deutsch. Vielleicht lernt ihr mich dort auch besser verstehen. Ja, was soll ich noch mehr sagen? Ihr seid unsere Fangemeinde. Ihr könnt uns promoten. Sagt zu euren Freunden, sagt zu eurer Familie, sagt zu eurem Pfarrer. Euer Pfarrer ist sehr wichtig, denn hier sind auch kleine Kinder, falls ihr Interesse habt.
Ja, was gibt es noch großartig zu sagen? Schaut auch bei meinem anderen Kanalpartner vorbei. Nee, schaut bei meinen Videos vorbei. Meine Videos, nur meine Videos. Es sind nicht viele, ich weiß, aber schaut euch meine Videos an. Ich speichere das jetzt mal, überschreibe mal. Bedanke mich fürs Zuschauen. Spiel gesichert. Wir sehen uns bestimmt wieder im nächsten Part, hoffe ich mal. Ich hoffe, ich kann auf euch zählen. Schaltet dann wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Anno 1701. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Jungs.